2019 erlebte das Werbeverbot für Abtreibungen eine Reform. Nun ist erneut eine Debatte um die Abschaffung des Paragraphen 219a im Grundgesetz entbrannt. Die Frage, ob es Ärztinnen und Ärzten erlaubt sein sollte, öffentlich, seriös und ausführlich über Schwangerschaftsabbrüche zu informieren, war auch Thema bei Markus Lanz. Gynäkologin Dr. Alicia Bayer argumentierte leidenschaftlich für die Streichung des Paragraphen und nannte die letzte Reform einen faulen Kompromiss. Und auch Gesundheitsminister Karl Lauterbach bezog in der Debatte klare Stellung. Warum sollten wir sachliche, korrekte Informationen durch ExpertInnen, die am besten Bescheid wissen, warum sollten wir das kriminalisieren? Fragte zu Beginn der Diskussion Gynäkologin Dr. Alicia Bayer. Aus ihrer Sicht gibt es keine sinnvolle Antwort auf diese Frage, die damit eine rhetorische war. Bayer stritt an diesem Abend aus Sicht einer Ärztin. Die selbst Abtreibungen durchführt und bereits einmal für die Information über die Methoden eines Schwangerschaftsabbruchs in einem Interview angezeigt wurde. Die Reform des Paragraphen 219a aus dem Jahr 2019 nannte sie einen faulen Kompromiss. Das Werbeverbot erlaubt es Ärztinnen und Ärzten lediglich anzukündigen, dass sie Abbrüche durchführen, jedoch nicht zu informieren, mit welcher Methode oder bis zu welcher Woche. Zusätzlich ist es den Ärzten seit der Reform erlaubt, sich als Durchführende von Abtreibungen auf einer Liste der Bundesärztekammer öffentlich führen zu lassen. Einschränkung der Rechte von Schwangeren. Beides entpuppte sich als nicht wirksam. Laut Bayer führe der Paragraph kriminalisiere der Paragraph Ärzte weiterhin und sorge aufgrund von Angst vor gesellschaftlicher Stigmatisierung dazu, dass die Versorgungslage in Deutschland immer schlechter werde. Kurzum, in manchen Regionen in Deutschland gibt es kaum noch Gynäkologinnen und Gynäkologen, die überhaupt noch Abbrüche durchführen. Laut Liste der Bundesärztekammer gäbe es, erklärte Markus Lanz, nur 339 Einträge, in München gerade einmal 4 und in Hamburg 40. Das aktuelle Schutzkonzept für den Embryo gilt nur, wenn die Grundrechte von Schwangeren massiv eingeschränkt werden, so bei. Erstens gelte der Schwangerschaftsabbruch noch immer als Straftatbestand, zweitens müssten Schwangere eine Zwangsberatung absolvieren und eine dreitägige Pflichtwartezeit abwarten, deren Wirksamkeit keinerlei wissenschaftliche Evidenz besitze. Für Frauen bedeutet das eine unglaubliche Belastung, Stress, eine Demütigung sowie einen extremen Aufwand. Musik.